Moin meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video, bevor es losgeht. Ey, wisst ihr, was ich im Kalender hinter mir, beim Holy-Kalender drin hatte? Eine Weihnachtskugel von Holy Squad. Ich versuche die mal irgendwie an den Weihnachtsbaum zu schmuggeln. Ich glaube, meine Frau würde, also passt jetzt nicht so ins Farbkonzept. Aber ich schau mal, vielleicht klappt es ja. So, wie gesagt, liebe Freunde, wir sind heute bei DDG Dashcam Germany mit Folge 541. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken. Los geht's, bitteschön. Achso, ich kann ja hier. Bam. Bisschen lauter kann ich auch machen. Oh, wir sind schon laut. Okay. Ein Hallo und willkommen zu dieser Folge. So, wieder schön von ganz rechts nach ganz links rübergezogen. Kein Schulterblick gemacht. Auch nicht wirklich in den Spiegel geguckt, weil dann hätte er es gesehen, weil der Assistent im linken Spiegel, der hat schon geleuchtet, dass jemand in toten Winkel ist. Hat er nicht, also komplett toten Winkel übersehen. Alter! Alle wach, ey, Alter. Aber immerhin, er entschuldigt sich hier noch. Aber zwei Spuren auf einmal wechseln, dazu vermutlich nur in den Spiegel geschaut. Und naja, bei dem Winkel, mit dem er rüberzieht, sind wir dann halt im toten Winkel. Ob er jetzt in den Spiegel geschaut hat? Ich glaube, der hat noch einen Seitenblick gemacht, geguckt, okay, kommt keiner, wupp, rüber. Hätte mal auf seinen Assistenten geguckt, ja. Alter, der schreit ja schon. Übrigens, körperlich. Sein Totwinkelwahn am Außenspiegel schlägt hier auch Alarm. Ja. Das hat er oben drauf genau. Halt auch noch ignoriert. Aber nur denn, weiter geht's, da vorne wendet jemand. Muss ja zugeben, also was er jetzt hier vor uns macht, ist das ein Volvo? Keine Ahnung. Was er macht, nicht geil. Also wenn er schon wendet, so brutal, wie er es hier macht, normalerweise sucht man sich eine geeignete Stelle. An Ampeln, Kreisverkehre oder fährst rechts auf dem Parkplatz einmal rum und dann wieder raus und runter und in der richtigen Richtung abbiegen. Okay, das ist gefährlich, was er hier gemacht hat. Ohne Frage verboten. Aber wenn ich das vor mir schon sehe, wenn einer so komisch rumfährt, warum halte ich denn so wie Mero jetzt noch voll drauf? Also ich wäre schon längst runter vom Gas geguckt, was macht er da? Das ist vorausschauende Fahrweise. Ich muss jetzt wieder davon ausgehen, schlechtes Wetter, es ist Nasspfützenbildung und so weiter, Bremsweg und. Ihr wisst Bescheid. Der Silberne hier, absolut Fehlverhalten, warum der jetzt noch anhält, keine Ahnung. Aber Meros Stelle wäre schon viel früher runter vom Gas und hätte die ganze Situation mal besser beobachtet. Ich glaube, dass der plötzlich noch auf die Bremse steigt und anhält. Das hat Einsenderin Mero nicht erwartet, ich aber auch nicht. Auch er entschuldigt sich gleich noch für seinen Fehler und davon bin ich ja fast schon positiv überrascht. Weil dass die Leute sich entschuldigen, das erlebt man in unseren Videos ja leider verdammt selten. Naja, leider. Guck dir das an. Guck dir das an. Da wird es einen richtig schlecht. Wie dicht richtig. Der genau fährt, ne? Aber absolut nicht. Come on, ich habe ein X2 als Fahrschulfahrzeug. Ich kann das jetzt nicht bestätigen. Also wir drängeln nicht so. Der Abstand, der geht natürlich gar nicht klar. Aber am Ende sind es natürlich nicht immer nur die BMW-Fahrer. Und natürlich. So wie wir zeigen, ja. Ich sag immer, was nützt der Tiger im Tank, wenn Affe von Steuer sitzt, war? Dass das Autofahrer wirklich... Also hat mit Fahrzeug und so weiter überhaupt nichts zu tun. Es ist immer derjenige, der gerade vom Steuer sitzt. Kann gleichermaßen gut können. Hier sind wir jetzt mit Charlie unterwegs und von hinten kommt ein BMW-Fahrer. Ist aber wirklich nur Zufall. So, er macht schon Platz, ne? Er macht hier schon mal Platz, er hat bei ihm hier schon gedrängelt, er hat nachgegeben, ist rüber. Ist ja auch richtig so, weil so eine Type wie er hier, den will man nicht hinter sich haben, ne? Der ist gefährlich, mega gefährlich. Und Lichthupe zum Ankündigen der Überholabsicht ist ja erlaubt, ja, wenn man dabei den Sicherheitsabstand einhält. Das hier mit Strobopop und Blinker auf links, das ist Nötigung, das geht gar nicht. Ja, es ist erlaubt, Lichthupe zu geben, um den Vordermann zu sagen, Digga, hab das mal vor der Tasche, ich bin ein bisschen schneller als du. Aber das hier, das ist schon wirklich... Den legalen Bereich haben wir auf jeden Fall Postwenden sofort schon wieder verlassen. Und ich meine, sorry, wo sollen wir hier denn überhaupt hin? Wir sind halt gerade selbst mit 160. Das ist ja schon Belästigung. So. Jetzt kommt für ihn nur der einzige Ausweg von rechts überholen. Guck mal, er hier, dahinter, der hier, der ist schon wieder rüber. Jetzt sieht er, was der BMW macht und zieht auch rüber, wie der BMW. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um den BMW. So, jetzt schert er mit ungefähr gefühlten Meter Sicherheitsabstand, schert er wieder rum auf die linke Spur. Und was macht man dann natürlich? Genau, man bremst noch ein bisschen aus.
Das so. War schon wieder so klar. Um uns das zu zeigen, dass man auch rechts fahren darf, ja klar, geht ja, wenn es frei ist, ist ja kein Problem. Wir schauen jetzt mal in den Rückspiegel, wir gucken uns ihm an. Er wollte den BMW S nachmachen und Charlie von rechts überholen. Oben drauf ausbremsen natürlich. Und Charlie fährt jetzt aber rüber. Jetzt denkt er, okay, jetzt ist Platz, total fokussiert noch auf den BMW. Ist logisch, dass man da vergisst, mal in den Rückspiegel zu gucken, weil die Situation war jetzt sehr, sehr gefährlich. Und dass er da hundertprozentig funktioniert mit dem Spiegelblick und so weiter, kann ich gut verstehen, dass es nicht so ist. So, hätte er mal geguckt, denn jetzt sehen wir hier, ich glaube, es ist ein Skoda, ne? Der versucht jetzt wie der BMW rüber, logisch, von rechts. Ja. Da weißt du auch nicht mehr, was du dazu muss hast. Voll abbremsen. So, jetzt schaut euch das nochmal in Ruhe an und achtet mal auf ihn, wie er abbremst. Da sieht man richtig, dass da vorne so richtig runtergeht. Ja, pass auf. Das war fast schon wieder so klar. Oben drauf ausbremsen natürlich auch noch. Zack, siehst du? Ja. Wow, da weißt du auch nicht mehr, was du dazu hast. Da hat Charlie jetzt einfach nur rübergezogen. Kann ich jetzt Charlie Brown aber auch nicht ankreiden, dass das nicht gemacht hat, weil die Situation war super saugefährlich, die er da gerade hatte mit den BMW. So. Und dieser Abstand hier, wir können ja nicht mal mehr sein Kennzeichen sehen, so dicht fährt er auf. Allein dieser Abstand, das wäre... Was für ein Idiot, wenn jetzt Charlie auf die Bremse drückt. Er muss doch nicht mal voll auf die Bremse drücken. Ey. 3 Monate Fahrverbot in Kombination mit der Lichthupe ist es halt schlichtweg eine Nötigung. Und bremsen bei 170 km/h mit 1 Meter Abstand die Spur zu wechseln, kommt halt als Nötigungsversuch auch nochmal oben drauf. Wenn man diese Leute hier erwischen würde, die bekommen nicht irgendwie ein paar Monate Fahrverbot oder so. Üblicherweise wird der Führerschein hier einkassiert und ist weg, komplett weg mit Führerscheinsperre, MPU, allem drum und dran und neu machen. Ja, und da müssen wir unterscheiden. Führerscheinentzug ist von 1 bis 3 Monate. Fahrerlaub. Entzug, das was jetzt hier DDG meinte, wenn die Fahrerlaubnis weg ist, dann ist komplett alles weg, dann darfst du die Fahrerlaubnis neu machen. Und das auch zu Recht. Der Einsender hatte den BMW-Fahrer übrigens angezeigt und bei der komplizierten Rechtslage, die wir in Deutschland haben, ist es dann immer unterschiedlich. Mal gibt es wirklich alle Konsequenzen mit MPU und allen drum und dran schon bei weniger krassen Verstößen, ja, und mal passiert gar nichts. Der BMW-Fahrer hier ist zumindest dieses Mal noch davongekommen. Und oft wird ja auch gefragt, sollte man mit Dashcam-Aufnahmen jemanden anzeigen? Also ich persönlich würde es furchtbar finden, wenn die Leute jetzt alle losziehen und alles und jeden wegen jedem Kram, der im Straßenverkehr passiert, anzeigen würden. Kann ich verstehen, weil da draußen haben wir Allmanns rumflitzen. Wenn die Erlaubnis haben, das aufzunehmen und dann der Polizei zu geben, gebe ich DDG recht, absolut, ja, dann ist hier die Hölle los. Und mit Handy wird dann rumgelaufen und alles aufgenommen und das könnte oder wird, nicht könnte, wird außer Kontrolle geraten. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten, so jemand wie dieser BMW-Fahrer von der Straße runterzukriegen, für immer, wäre ich dafür. Also müsste da eigentlich eine richtig coole Lösung her. Aber ich gebe DDG recht. Also nochmal, das ist jetzt nur schnell überlegt. Da wird bestimmt jetzt einigen Kommentar, geht ja gar nicht, weil war jetzt einfach nochmal so ein Blitzgedanke von mir, ne? Nicht zu Ende gedacht. Das würde katastrophal enden, wenn jeder die Erlaubnis hätte für sowas, ja? Das tut auch uns als Gesellschaft einfach nicht gut und die meisten wollen auch völlig zu Recht nicht von anderen Leuten überwacht werden. Die normale Verkehrsüberwachung ist in meinen Augen einfach klare Aufgabe der Polizei. Aber die kommt halt nicht hinterher, ne? Das ist halt das Problem, ja. Und sollte nicht Aufgabe von irgendwelchen Privatpersonen sein. Aber zumindest bei solchen Verstößen wie hier, wo wir halt ganz klar von Straftaten reden, in diesem Falle Nötigung, da würde ich schon gut finden, wenn wir eine rechtliche Regelung hätten, die zumindest eine Anzeige in solchen Fällen hier besser ermöglichen würde. Super. So, weiter geht's. Alter! Bist du des Wahnsinns? Coole Mucke. Tornado. Sperrfläche. Lava. Da haben wir drauf nicht zu suchen. Ist auch kein Beschleunigungsstreifen, so wie bei Super Mario Kart. Es ist einfach nur verboten, drauf zu fahren. Achtet hier mal auf den Scheibenwischer. Hört sich nicht gesund an? Hört sich absolut nicht gesund an. Zwei Wischerarme sind hochgegangen, aber nur noch einer ist runtergekommen. Laut Einsender ist der linke Wischerarm hier einfach abgebrochen. Ja, wie auch immer sowas hier bitte geht. Hier fahren wir auf die Ampel zu und hört ihr das? Einsatzfahrzeuge von hinten. Oh, da ist eine Fahrschule, war rechts. Was machen die? Okay, die bleiben stehen. Genau so sieht eine perfekte Reaktion aus. Man darf unter Beachtung des Verkehrs und der Fußgänger über Rot vorsichtig in den Kreuzungsbereich einfahren, um Einsatzfahrzeugen Platz zu machen. Das war auf jeden Fall perfekt gelöst hier. Aber perfekte Lösung haben wir auch hier. Wie biegt man links ab? Was ist denn das? Darf doch nicht wahr sein, nicht? Genau. Oh, wie dumm, du hast ja hier eine Linksabbiegespur. Deswegen, dass du hier keinen Rückstau verursachst. Das ist ja wirklich dumm. Oh, garantiert so. Da steht dann. Guckt hier mal auf den Ford auf der linken Spur. Okay.
die Bank mitnehmen. Guck dir das mal an, wie der dringelt, ey. Guck dir das mal an. Okay. Der will nach rechts, aber fährt nach links. Was macht der da? Was macht der? Okay, zuerst dachte ich, ja, vielleicht ist er mit seinem Handy beschäftigt. Aber das geht ja die ganze Zeit jetzt hier anscheinend. Ich glaube eher Alkohol oder Drogen, wa? Ich kann euch direkt schon sagen, ja, es wird nicht besser. Was macht der? Ui, Schatz, was ist mit dem? Ja, der fährt komisch. Komisch ist gut. Hundertprozentig betrunken. Der fährt echt komplett hackelt. Hier, das war ein... Alter, Junge. Macht der. Ich sag's wirklich selten, aber das sind die wenigen Fälle, wo es, denke ich mal, eine gute Idee wäre, die Polizei zu verständigen. Hätten wir jetzt schon mal zwei Situationen, ne? Einmal mit dem BMW und einmal hier mit dem Betrunkenen. Ich gehe mal davon aus, dass er betrunken ist oder irgendwelche Drogen genommen hat. So vertieft mit dem Handy in der Hand, nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ist er betrunken? Ich denke ja. Sicher, dass du abfüllst oder hast du dir wieder nur angemacht? Was macht der denn? Ich hab den macht Angst, Herr. Oh, jetzt kommt die Kurve. Oh, jetzt kommt die Kurve. Extrem komisch. Macht mir Angst. Oh. 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 Alter, jetzt ohne Scheiße. Was macht der denn da? Da sitzt jemand, der keinen Führerschein hat oder der ist ganz schön betrunken. Auch in der ersten Stunde oder in der zweiten Stunde, keiner fährt so. Zu 99% meiner Fahrschüler können das Auto gerade halten in der Spur. Mussten halt nur schön gucken, links, rechts in die Seitenspiegel, damit sie schön die Linien sehen, damit sie schön in der Spur bleiben. Bin mir sicher, Drogen oder Alkohol. Auf jeden Fall. Jetzt mal ganz im Ernst, so wie der fährt, da ist doch wirklich Gefahr im Verzug. Das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis es schief geht. Oh, ich dachte, der wird jetzt rüberziehen. Na, er will doch auch links abbiegen. Ich dachte, der wird jetzt hier echt rüberziehen. Kurzer Tipp, wenn du schon so jemanden siehst, der gehört nicht mal zum Vertrauensgrundsatz, schön dahinter bleiben. Wenn ihr merkt, okay, der ist betrunken oder sonst was, nicht noch neben ihn herfahren, ja, also bleibt dahinter, lasst Abstand. Und ich weiß, es ist ein bisschen unbefriedigend, was daraus geworden ist, wissen wir leider nicht. Ja. Aber Stichwort Nerven, da brauchen wir heute echt gute. Wir überholen, von hinten kommt jetzt wer an. Ja, wo willst du denn hin? Er möchte jetzt gerne, dass wir noch schneller durch die Baustelle fahren. Das ist wahrscheinlich 80, wir waren wahrscheinlich auch 80. Er möchte, dass wir schneller fahren. Weil er muss sich ja nicht an die 80 halten. Ja, und erstmal will ich die Lichthupe reindrücken. Ja, irgendwie habe ich ein Déjà-vu. Aber wo willst du denn hin? Aber Daniel ist halt hier schlichtweg am Überholen. Ich meine, wo soll er denn bitte hin? Ja. Ein Stück später denkt er sich dann gleich aber wohl, ja, Moment, solche Leute will ich eigentlich nicht hinter mir haben. Da habe ich keinen Bock drauf. Beste Entscheidung. Nicht ausbremsen, nicht Scheiben sauber machen. Einfach rüber, lass ihn durch. Du wirst in deinem Leben ihn nie wiedersehen. Lass dich nicht auf ihn ein, kümmere dich nicht um ihn. Einfach vorbei und dann hast du Ruhe. Fang jetzt nicht an zu zaubern. Er wechselt die Spur, muss auch ganz schön stark abbremsen, um den vorbeizulassen. Aber damit ist er ihn auf jeden Fall los. Ja, er ist weg. Nur was denkt sich der Renault-Fahrer jetzt noch, wenn das einmal funktioniert hat? So, jetzt ist Folgendes. Wir haben uns richtig entschieden. Wir haben mit ihm nichts mehr zu tun. So, jetzt fährt er zu den Nächsten. Der Nächste denkt aber ein bisschen anders. Mal. Zack, klebt er den Nächsten mit Fernlicht hinten dran. Und der Nächste sagt, nö, ich gehe mal auf dein Spiel, gehe ich jetzt. Der hingegen hat aber gar keinen Bock drauf. Ja, möge das Elend mal wieder beginnen. So, und jetzt schau an, was die beiden jetzt versuch, hier machen. Rechts zu überholen, das quittiert er jetzt erstmal mit Beschleunigen. Also er lässt ihn nicht von rechts überholen, er hat dann beschleunigt. Aber ihr wisst ja, es wäre keine Dashcam-Folge von uns, wenn es das schon gewesen wäre. Und das Spektakel geht los. Lass ihn doch vorbeiziehen. Nein, jetzt wird provoziert. Jetzt bringt man sich gegenseitig in Gefahr. Alles sinnlos. Achso, und jetzt wird auch noch rausgebremst. Ja, mal, und der nachfolgende Verkehr muss halt da mitspielen. Alter. Ob sie wollen oder nicht. Ach ja, ein bisschen Road Rage. Nervig. Ne? Guck mal, jetzt fahren wir. Es ist Richtgeschwindigkeit. Er bremst uns jetzt hier mit auf 64. Ja, jetzt fangen die schon von rechts an zu überholen. Freitagabend. Nur weil die ihr Ego nicht unter Kontrolle haben. Was ist schön, um ins Wochenende zu kommen? Genau sowas. Und damit 60. Ist dann auch fast mega alles gefährlich. Schon gesagt, ey. Einfach mal das Ego beim Autofahren zu Hause lassen. Ihr glaubt gar nicht, wie angenehm das dann plötzlich auf den Straßen zugehen würde. Mhm. Aber nein, ich,
ich, Hauptsache ich komme schnell voran. Ja, du hinderst mich daran, was fällt dir ein? Das lasse ich dich spüren. Ja, da ist das Vorankommen dann plötzlich nicht mehr wichtig, denn für Rache ist ja irgendwie immer Zeit. Ja, und ich weiß auch nicht, irgendwie diese Folge mit dem Verhalten heute, das macht auch mich irgendwie ein bisschen ratlos. Einfach nur ekelhaft. Lasst euch nicht auf so welche Spielchen ein. Ihr seht da, wie das sich hochpushen kann. Ich stehe im Mittelpunkt, ich bremse jetzt die linke, komplette linke Spur auf, unter 60 km/h runter. Weil mein Ego das jetzt braucht. Ah, total. Krass. So, ihr Lieben, das war schon wieder gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, liken, abonnieren, Glocke betätigen. Ihr wisst Bescheid, was zu tun ist. Ich würde mich darüber wahnsinnig freuen. Und ja, das war er. Ich bin raus. Dankeschön.